Okay, Mädchenrettung. Das hübscheste Mädchen im Dorf, auch wenn das noch lange kein Kompliment ist. Und auf der Suche nach einem finsteren Druiden. Ja, Let's Play Blackguards. Mit mir Elo. Und dann brutzeln wir dem Wolf doch immer noch eine offen. 14 bis 29, der hat noch. Hatte noch 38. Uiuiui. Noch einen Hexenspeichel, ein Dreier. Und dann hat er nämlich nicht. So, der hat noch 4. Den sollten wir so platt machen mit 5, auch wenn es knapp gewesen ist. 1. Achso, falsche. 4. Mit einer 11. Uiuiui. So, hier mal noch ein Balsam Salamunde, heile Wunde. Das ist 20, sehr schön. So, rechnen. Bis wir den Wolf tot haben. Noch ein bisschen, vergeht glaube ich noch eine ganze Weile. Aber Naure macht seinen Wolf jetzt erstmal tot. Dann haben wir nur noch diesen einen 33er hier, der so wirklich gefährlich ist. Ich lauere da weiter mit ihrem Stock auf den Wolf ein. Genauso wie Aurelia das Ganze mal voll in die Tonne treten. Und von hinten da mal einen Wuchtschlag. Sterbendlich! Nicht kommen sehen. 1. Ich bin mir noch nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht sicher, wer seinen Wolf hier zuerst tot hat. Wer ist der Nächste? Jetzt muss er gleich wieder übertreiben. Und diesen Wolf da so übel eine reinhauen. Aber die Wölfe hatten kein Geld mit. Das war knapp. Habt vielen Dank. Welcher Drache hat dich denn geritten, ganz allein hierher zu kommen? Allein? Ich bin nicht allein. Marvis ist hier. Marvis der Druide? Ist hier. Er muss irgendwo sein. Irgendwo. Am besten erzählst du uns von Anfang an, was geschehen ist. Hat der Druide dich entführt? Was? Nein. Er hat mich als Schülerin aufgenommen. Oh. Du bist freiwillig hier? Ja, aber es ist alles schiefgelaufen. Schiefgelaufen? Was ist schiefgelaufen? Er wollte mich unterrichten. Direkt am Herz des Waldes. Doch es war verdorben. Ein verdorbener Wald. Verdorben? Die Bäume haben mit ihren Ästen nach uns geschlagen. Ihre Wurzeln wanden sich wie unter Schmerzen. Marvis wollte sich verwandeln, um mit den Bäumen sprechen zu können. Aber als er seine Baumgestalt annahm, hat das Herz auch ihm verdorben. Ich hatte Angst, also bin ich geflüchtet. Wir müssen ihm helfen. Bitte, wir müssen ihm helfen. Wir müssen zum Herz des Waldes und Marvis helfen. Auch um gar nichts müssen wir. Wir sind nicht hier, um einen wahnsinnigen Baumflüsterer zu retten. Wir bringen dich nach Hause. Falls dieses Böse um sich greift, ist sie dort vielleicht auch bald in Gefahr. Ich kann euch führen. Warte, ja, kurz. Warte kurz. Bitte beeilt euch. Ja, ja. Ich beeil mich. Aber wir müssen vorher recken. Und am besten reckt man in El-Halim. Also, vielleicht nicht am besten. Aber so ein Raya-Tempel. Das schadet auf alle Fälle auch nichts, sag ich mal, ja. Raya mit. Nein, wir sind ja Erf. Gottesfürchtige. Was ist denn? Das haben wir gleich. Gottesfürchtige Helden.
Und dementsprechend beten wir da ein bisschen zu den Göttern. Bitte, okay, jetzt können wir weiter. Wir müssen zum Herz des Waldes und Marbis helfen. Okay, auf zum Herz des Waldes. Also gut, bring uns zum Herz des Waldes, Sina. Folgt mir. Folgt mir, okay. Das ist eine Schöne Blume. Und sie erblickten eine Lilie von blendender Schönheit. Eine Schlinge für jede sterbliche Seele. Oh, ich will nicht oder so ähnlich. Gebt Acht! Lasst euch nicht von ihr verzaubern! Okay, das ist der. Okay, Zauberer hat Zauberzwang 3. Okay, der ist schon mal immun gegen Giftschaden. Ich würde sagen, den tankt. Jetzt kriegen wir diese ganzen Teile. Ich mache jetzt gleich mal was Verrücktes. Nämlich so wie ich auch den anderen Dings gemacht hätte. Gift! Zauberern. So. Und. Na super. Kann ich das jetzt nicht auf die machen? Oh. Gift! Ist nicht. Nicht gut. Doch, die auch wieder auf den Punkt, ja. Oh. Es kommen immer mehr! Ja, es kommen immer mehr. Genau, das ist nämlich das Problem. Das war auch das Problem letzte Mal. Was mache ich denn? Nee, Baum, hau mal ab. Hau mal ab. Wenn ich die jetzt. Ja. Nicht von hier jetzt. Nein! Das auf alle Fälle nicht. Das ist... So. Das Ganze jetzt nochmal. Wer ist diesmal verzaubert? Der Kater. Kann man hier jetzt vielleicht einen... Stein auf den Chance 1%. Okay, das war nix. So, Takate geht da ran. Takate interessiert mich nicht. Nauken geht da ran. Wobei eigentlich. So, gucken wir mal. Vielleicht haben wir. Vielleicht ist das ja stärker als das andere. Ich hasse Gift! Zoran hat ja den Zauber auch. Oder?
Nee, Dings hat den Zauber auch. Okay. Moelo kriegt da auf Plus. Zauberan. Elia hat den Zauber auch, glaube ich. Oh, 13. Und haut ihn da auch noch rum. Oh. Sind zwar nur auf 1, aber besser als nix. So, Elo wird von den Baumenschen verprügelt. Und Takata trifft natürlich nicht. Natürlich. Sind aber die beiden hier. Ich hasse Gift! Voll mit. Voll auf Droge. Ich hasse Gift! Haben wir ja Glück. Ich bin vergiftet! Gift! Ah. Aber es sieht auch nicht so aus, als würde es mit dem. Lass das, ich brauche das nicht! Wenigstens ist Elo diesmal stehen geblieben. Zwei Feuerschaden. Ja, super. Zwei Feuerschaden. Gift. Gift. Nee, irgendwie. Das muss anders gehen. Versuchen. Das, keine Chance. Wenn wir den Druiden erstmal umlegen. Ja, das ist eine. Jeder, der in die Dings kommt. Naja, okay, probieren wir es mal genau andersrum. Der immun gegen Stichschaden ist. Aber wahrscheinlich relativ Feuer immun gegen Feuerschaden ist. Warum jetzt auch keinen Schaden gemacht? Ja, okay. Er ist einfach nur komplett immun. Okay, auf den Druiden zu gehen ist eine doofe Idee. Das ist ein. Der Druide ist immun. Der Druide ist immun. Der Druide ist immun. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Irgendwas. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Jetzt mal von dem Druiden weg, so gut wir können. Wahrscheinlich nicht mehr gut gehen, vor allem wenn da gleich 15er Kellen verteilt liegen. So, und machen Naum jetzt zum Fettenberserker. Ja.
Vogel, der komplett immun ist. Hm. Enorm greift. Trifft auch noch nicht mal. Tausend Ideen, wie es funktionieren könnte. Es funktioniert. Es kommen immer mehr! Und er darf dich zweimal, ja? Ach. Gift! Na dann! Ich kann auch mal ausweichen. Okay. Jetzt hab ich zwei von diesen Kackblumen am Arsch. Und beiden keine Chance so richtig. Sauer, die gegen die gut funktionieren. Der hatte total zerlegt. Warum? Ah, okay, 24 ist natürlich schon fett. Bin mir zwar nicht sicher. Ich brauche jetzt einfach mit aller Macht diese Blumen umzulegen und treffen sie nicht. Ich krieg die Krise. Und nix ist. Ja, okay. Dass der Karte da jetzt bewusstlos ist, das ist schlimm. Aber nicht zu ändern. Jeder Flammenstrahl jetzt hilft. Auch wenn es nur vier sind. Ja, Doppel-Elite. Da irgendwas. Okay, er darf nicht umfallen. Man natürlich mal versuchen könnte, derjenige, der da verzaubert. Ich habe jetzt eine Idee. Also, erneut versuchen. Und wir machen das jetzt so. Wir hoffen, dass Naurum da rein muss. Das ist eine Erib. Und es muss. Naurum, Ilo? Naurum. Super. So. Du tankst. Den Ruiden, Hagata? Vielleicht, sag ich mal. So, dann kriegt. Was haben wir denn? Wir haben hier einen Duplikatus Doppelbild auf. Und einen kleinen Zwerg. Können wir nicht. Okay, haben wir sonst noch was Cooles? Schattenkraft, Schatten des Zauberers, Paralyse, Debuffs, nein, okay, da machst du nichts. Und da kriegst du jetzt einen Armatrutz. Einen Armatrutz 4. Geht nicht, weil böse, oder was? Okay, dann nicht, dann warten wir kurz. Demon muss jetzt auf jeden Fall finden. Berserker und eine Armatrutzkiste vielleicht später. Wenn ich denn darf. So was wie Marder, Rüberschlag und Defensivschlag. Thank you.
Schutz 2. Vielleicht müssen wir das einfach wirklich mal verbessern, dass wir dann Stufe 3 aufheben können. Jetzt mit Abstand der beste Versuch bisher. Wir machen jetzt hier kurz Pause und gucken dann in der nächsten Folge weiter, ob das wirklich klappt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.